gut, nehmen wir halt mal kurz die zwei Slottigen raus. Auch wenn er eigentlich besser ist. Ja, warte, ich will das jetzt ausprobieren. Erstmal angucken, wie der aussieht. Auf jeden Fall verdammt geil. Aber wenn ich jetzt zauber, was ist dann? Warte. LOL. Der macht die wirklich doppelt. Ach so, nur die Socketed Gems, also es ist Elemental Weakness. Ich drück nur einmal. Und er verbraucht aber auch nur einmal Mana, tatsächlich. Das ist auch cool. Was heißt, ich müsste da, wenn dann, da müsste ich drei, den müsste ich halt auf blau, wenn ich da drei blaue Slots habe, dann ist er geil. Weißt du? Dann so, ist das so super. Wie bei den Handschuhen, die ich dir gerade gegeben habe, obwohl die sind nicht verbunden, die beiden. Einen da, aber naja, trotzdem. Ja, jetzt bringt er mir leider gar nichts. Der ist jetzt gerade schlechter als die, die ich habe, leider. Schade, schade. Auch die Rüstung und so, ne? Ja, ich habe noch nicht geguckt. Bin noch nicht da zugekommen, entschuldige. Warte, ich gucke jetzt schnell, ja? Ach, die brauche ich nicht, die Rüstung. Das wäre ich denn mit der Sanguine Silken gab. Ja, was weiß ich. Ich habe das hier. Schade, dass das nichts Gescheites war. Obwohl das Echo-Teil ziemlich geil ist, also verstehe mich nicht falsch. Aber es ist halt sinnfrei jetzt gerade. Das kann nachher, wenn es dann mit einem richtig üblen Zauber gesockelt ist, kann das... Kommentiert! Sehe schon. Ignoriere die anderen. Bin schon dabei. Yes! Hau ihn. Leider hat er nichts Geiles gedroppt. Schade. Es ist mir nicht vergönnt, mal irgendwas irgendwie anzugucken. Es wird immer gleich weggesammelt. Das war ein Glass-Shank. Ja, wäre schön, wenn du es einen Augenblick liegen lassen könntest. Dann kann ich es kurz hier irgendwie Kannst du zeigen. Haben, brauche ich nicht. Nein, geht nicht drum um irgendwie haben. Geht nur darum, dass ich es einmal kurz zeigen kann. Dass vielleicht auch die Zuschauer sehen, was man da findet. Könnte ich den wieder haben? Nö. Gesagt, doch, den hätte ich gerne für meinen, ja, für meinen Second Character. Jetzt komm schon. Ja, dachte ich nämlich auch gerade dran, ist für mein Shadow gut. Dein Shadow ist in der fucking Legacy League. Ja und? Ich hab auch hier einen Shadow. Glaubst du, ich nicht? Danke. Klaut dir mir das Ding. Der Hund. Du Hundling, du. Lass uns mal da unten weitergehen. Ja. Muss man sagen. Doch, ja. Oh, Story. Ja. Die stören sonst immer so den Sound. Nee, ich weiß nicht, ich kümmere mich mal kurz um die. Lest du die Story, weil... Okay. Sowieso weniger Erfahrung hast du. The Monkey King names you slave. No. You are the gems of Rayclast. Not the treacherous stones you dig and die for. It is time to bend the Monkey King's ear. Tell him your true name. Hä? My true name is Dunkelschelm. Jetzt wirst du kontrolliert von ihm. Genau. Warte, ich nehme die Scroll mit. Ach, Arschgeige. Ich hab noch drauf geklickt, da war sie noch nicht mal für mich freigegeben. Warte, Captain Fairgraves? Ja. Stopp mal, erinnerst du dich noch? Ja. Am Anfang unserer Geschichte? Naja, was heißt Anfang? Da gab's ihn schon. Beim See. Ich red mal mit ihm. Nicht nur du. Now there's a familiar face. Before you say anything, yes, I did try to kill you. Inexcusable. I allowed pragmatism to overcome honor in a moment of desperation. Please accept my deepest apologies. And what do you say? Can the two of us make a fresh start? Marvelous. Now, as you've clearly noticed,
The All Flame has given me another respite from oblivion. Alas, it's a partial success only. I am neither man nor spirit, living nor dead. A state that comes with some rather frustrating restrictions. I know we've only just been reacquainted, but to put no finer point on it, I need your help. Interested, are we? Oh, splendid! In return, I have a gift or two that I may bestow upon you with a click of my translucent fingers. All you need do is furnish me with a crystal decanter and a juicy piece of fruit. Two humble items that remain agonizingly out of reach for a man in my peculiar situation. Die Stimme hat mir auch... Look at that. The decanter spiritus. As exquisite today as when I found it all those years ago. You may fault the man, but you can't fault his craftsmanship. Also die, ich gebe mir hier nochmal kurz die Story zum Decanter Spiritus und so weiter. I'm sure you've heard of Malachi by now. Ever the heterodox, he sought otherworldly inspiration by imbibing a substance called ghost wine. For the purpose, he created the Decanter Spiritus. I found it on my last visit here. Liquid placed in this crystal decanter becomes quasi-apparitional in nature. I'm sure you can glean the decanter's usefulness to me. Conventional liquids simply don't hit the spot. I am one sorely parched revenant. I hid the decanter spiritus in the marketplace so as not to cause temptation for the less morally steadfast in my crew. Look to the carven heraldry there, and find a lion dancing upon the waves. Emperor Chittus was stabbed in the posterior by his own Lord Mayor on the eve of the Purity Rebellion. Chittus's grieving gemlings buried him in the Imperial Gardens, and a plum tree was planted upon his resting place. So that his mourners might taste of his glory for years to come. I found that tree, and one of my men tasted its fruit. I've never seen so much agony crammed into such a brief moment. This may seem a peculiar request, but please bring me one of Chittus's plums. Also will er was zu trinken und was zu futtern haben, also Chittus Plum und aus irgendwas zu trinken aus dem Decanter Spirit. Da vorne ist übrigens der Waypoint. Waypoint ist gut. Und wir müssten hier noch den Somatic Sulfide finden. Wir waren da oben noch nicht. Nicht da oben. Backt da dran rum. Geh mal sterben, Junge. Wie läufst du da jetzt? Sag mal. Was denn? Ach, ich war nur zu blöd, die Treppe runter zu laufen. Ach so. Ich dachte, du meinst gerade mich. Nein. Also, als Fairgrass gesprochen hat, hat sie so kurz einen kleinen Schauer über den Rücken gejagt. Ja, eine schöne Stimme hat er. Sauber. Der hat mal Level 29. Der hat Level 1 Echo auf seiner Stimme. Ja, so kann man zu dem hier unten. Das ist in Ordnung, geh runter. Machst du alleine, oder? Ja, klar. Nö. Mein Kill. Alter. Was? Mein Damage gerade nicht gedroppt hab. Du hast einen Damage gedroppt und dann sammel den wieder auf. Der kam von irgendwo. Hoffentlich von unten.
Macht Sterbi Sterbi. Somatic Sulfide. Lady Diala. Wer ist Lady Diala? Die Tante im Solaris Tempel. Na gut, dann über den Waypoint, oder? Ei. Lol. Wäre ja auch zu einfach. Stehen da beide erstmal einen Augenblick. Hä? Warte, ich komme hier gerade nicht hoch. Sekunde, ich bugge. Ja. Jetzt. Das macht ja nichts. Du lädst eh länger, dann macht das nichts. Du musst nicht ganz so laut reden übrigens. Warum denn nicht? Ich bin nicht laut. Du mir gerade das Ohr zugebrüllt hast. Du hast gerade voll übersteuert. Wie kommt das? Wo läufst du hin? Oh, falsche Seite vom Graben. Sag das doch. Nö. Nö, dann lassen wir den Deppen lieber ein bisschen falsch laufen. Ja, da will ich was zum Lachen haben. Hallo Fairgrace. Ja. Man könnte sich ja sonst nichts lassen. Solaris Temple Straight Port einfach. Na, da war ja, glaube ich, direkt neben der Eulen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen die Eule jetzt zusammenklatschen. Warum? Keine Ahnung, mein Gefühl. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Obwohl doch, vielleicht kriegt man da was Geiles raus. Nach unten laufen. Oh lol. Wo war die Alte? War die unten oder? Nee, die war ganz oben. Achso, mal hochlaufen. War die nicht irgendwo in der Nähe von dem fucking Waypoint? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Da! Eternal Laboratory. Nee, hier oben. Ja, hier ist sie. So, dann gucken wir mal. Warte, lass mich erst mitkommen. You are a resourceful unbug now, aren't you? Wo ist sie? Ach, hier. I was all eyes and ears when Malachi worked. I know exactly what to do. A dash of arcanity. Pinch of insanity, a whisper of profanity, and the infernal talc is now ready. You may go. Ah, ja. Burn the Leave undying. Me, not the cockroach. Goodbye. Burn the undying badge. Wo war denn die nochmal? Puh, das war... ich muss mal klar. Die Warehouse say is yours. Ach ja, genau. Gehen wir mal dahin? Nee, warte, das ist dann das Ende unserer Reise wieder hier. Da gehe ich auch von aus. Ich wollte gerade sagen, sollen wir noch mal gucken, ob wir von The Battlefront, gibt's ja noch zwei Punkte, wo wir noch nicht waren. Nur ein Punkt, wo wir noch nicht waren. Aber Problem ist. Ja, von dem geht's noch einen weiter. Ja, aber das ist diese Barrikade, das ist tatsächlich über die Warehouse, die was dann. Weil der Warehouse District ist der andere Weg dahin und da ist diese Blockade, siehst du das? The way so, ja, is genau. Impassable und da bei Somaturgical Barrier und andere. Ja, genau, Blockade. Ja, jetzt sehe ich es auch. Hm? Dann müssen wir also kurz in den Warehouse District. Ja. So, gehen wir mal zum Warehouse District. Interessant. Wie die einen hier hin und her schicken. Ja. So. Der wahre Hause sehr wär's. Wo waren die jetzt eigentlich nochmal? Ich glaube, sie war hier irgendwo oben dann. Ja, hier. Ekelhaft. Das sieht noch ekelhafter aus. Ja. Burning Asshole. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier gleich für Viecher auf uns zukommen. Die Ebony Barracks. The Ebony Barracks, genau. Gibt's auch Ebony Porn? Entschuldigung. Ich denke nicht hier. Entschuldigung. Manchmal, ne? So. Tust mir gefallen und sagt einfach nichts dazu. Da läuft schon wieder Kreis um mich rum. Ja. Auch wenn die Kreise diesmal echt ein bisschen komisch aussehen, aber egal. Ich wollte gerade sagen, war ein bisschen blöd mit dem Pfeiler da. Hier sieht es aber auch wieder so ein bisschen schön aus. Oh, hier ist ein Waypoint. Das ist fein. Ich vermisse Gegner bis jetzt. Alter, ruckelt jetzt gerade. Ich wollte gerade sagen, er sagt ja, ich vermisse Gegner und schon kommt die Horde um die Ecke gewackelt. Alter, bug ich hier rum.
Das kannst du. Los, geh mit dem ab. Die sind mit Chaos verbunden. Das hört sich nicht gut an. Ein Weapon Bag? Oh, vielleicht ein Weapon Rack. Lass dir mal in Ruhe, mein Freund hier. Ich glaube, ich spinne. Aber die ganzen Leichen hier liegen, ne? Ja. Ein bisschen eklig. Und Trunk. Ja, mein Trunk. Scheiße. Mages Westman. Ja, nehme ich mal mit. Zieh ich mal an. Hier ist eine Strongbox. Ich würde sagen, die machen wir so wie immer. Wir killen erstmal den Boss. Welchen Boss? Warte kurz. Eine Falle, zwei Fallen, drei Fallen, eine vier Falle. Fallen, fünf Fallen. Toter. Als mein Standbild vorbei war, war ich tot. Ja, als mein Standbild vorbei war, war ich tot. Ich hatte Standbild die ganze Zeit ja, über. Super. Das war dann zu viel, ja? Ich hab doch gesagt, dass es hier in dem Bereich ruckelt, aber ist egal. Weiter geht's. Mein Internet spackt doch gerade wieder schön rum. Eine Chest. Ach, die sterben, Junge. Ich könnte meinen Herald auf Thunderfest wieder anmachen. Ja, so sieht Damage aus. Nicht so die Scheiße, die ich gerade gemacht habe. Hübsches hier. Möchtest du ein Picknick mit mir machen? Komm mal her. Nickpick. So, hier so ein bisschen Picknick hier in dem grünen Bereich. Nö. Ist doch schön hier, oder? Nö. Lass uns einfach hier bleiben und den ganzen Krieg vergessen. Nö. Obwohl hier wird man bestimmt nicht so oft von irgendwelchen Exiles genervt. Ja, deswegen. Oder hier in... Oh, komm mal her, ich hab was für dich, du kleine BDSM-Nudel. Komm mal her. Na komm. Komm mal mit. Komm mit. Komm mit. Na komm mal mit. Komm mit. Komm mit. Auf solche Dinger hier stehst du doch, oder? Noch ein Weapon Rack. Ja, hatte ich auch gerade noch zwei Stück von. Aber war auch nur Scheiße drin. Ein Armors-Rack. Noch auch Scheiße drin. Ein Scheiße-Rack. Ein Shitty Rack. Wie ich schön ich einfach leuchte, oder? Endlich. Kannst du mir den mal kurz geben, bitte? Was? Kannst du mir den geben? Für meine Legendary, weil dann kann ich gucken, ob ich, ne? Wegen weißt schon? Ja. Warte kurz, wegen vielleicht. Weiß schon. Zwei blaue, damit kann ich leben. Frostball spiele ich nicht mehr mit. Wir probieren ihn jetzt einfach mal aus, ne? Weil Ark spiele ich sehr oft. Und Firestorm ist dann auf einem verbundenen. Kannst du mal aufhören, um mich im Kreise zu laufen? Nein. Wir probieren ihn jetzt einfach mal nur kurz aus. Einfach nur, damit wir ihn ausprobiert haben, ne? Weil ich habe da jetzt Firestorm drauf und, genau, ich habe jetzt da Firestorm drauf und Arc. Wenn ich jetzt Firestorm mache... Ne, das war der falsche. Ich wollte gerade sagen, das war ein komischer Firestorm. Ist halt cool, weil du halt immer automatisch doppelt castest. Das könnte vielleicht sogar mehr Damage machen als im Endeffekt alles andere. Wir probieren es einfach mal aus, wenn nicht verkaufe ich den, also... Ja gut, ich meine, man castet irgendeinem nur Level 1, aber... Oh, das sieht gut aus. Ich sollte mal aus dem warmen Bereich dann ausgehen. Du vielleicht auch. Ich auch. Alter, wie oft ich jetzt diesen Ding... Ich mache jetzt halt auch um einiges mehr Damage. Der war schon ein Stück übel. Ja, aber... Naja. Der Drop war kacke. Und tatsächlich mache ich viel zu wenig Schaden mit meinem Legendary.
Schade, ne? Leider ja. Wenn der es halt noch Damage geben würde, dann wäre das puha. Aber jetzt möchte ich uns mal unseren Zuschauern mal was zeigen. Hallo? Infera has left this area. Hallo? Hallo? Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Perfekt, dass ich aufhören. Kannst du aufhören zu kämpfen? Sobald die Gruppe hier aufhört, mich anzugreifen, ja. Weil du läufst mir gerade mit der Erfahrung davon. Also ich stehe hier bei dem Affen, den wir gerade gekillt haben, da. Ich würde gerne wissen, warum mein PC heute wieder so rumspackt. Gestern spiele ich Diablo 2 und es geht, weißt du? Ja. Jetzt kaum und immer ein paar extra hängt sich die Kacke immer wieder auf. Ja, keine Ahnung. Sollen wir kurz Pause machen? Nö, ich komme sofort wieder. Ja. Alles gut. Hätte ja sein können. Ich meine, passt sonst gerade gut. Ich beende sonst einmal kurz die Aufnahme für eine kurze Pinkelpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.